Nach den historischen Wahlen läuft in der Demokratischen Republik Kongo die Auszählung der Stimmen. Vielerorts, wie hier in Lubumbashi im Südosten des Landes, gab es Probleme mit den Wahlmaschinen. Wähler mussten stundenlang vor den Wahllokalen warten. Seit 6 Uhr morgens sind wir hier. Es gibt eine gewisse Desorganisation. Wir müssen warten. Es gibt keine Erklärungen. Mit mehr als 2 Jahren Verspätung waren knapp 39 Millionen Bürger zur Wahl eines Nachfolgers von Präsident Joseph Kabila aufgerufen, der laut Verfassung nicht mehr antreten durfte. Für Kabilas Partei trat Ex-Innenminister Emmanuel Ramazani Shadari an. Er beanspruchte den Wahlsieg schon vor Schließung der Wahllokale für sich, zum Ärger der Opposition. Wer kann ernsthaft und guten Gewissens sagen, dass Shadari die Präsidentschaftswahl gewonnen hat? Derjenige soll weiter träumen. Bei einem Vorfall in einem Wahllokal in der Provinz Südkivu wurden mehrere Menschen getötet. Die katholischen Bischöfe des Landes sprachen jedoch von einem insgesamt relativ ruhigen Ablauf des Urnengangs. Abgestimmt wurde zudem über ein neues Parlament und neue Provinzregierungen in dem zentralafrikanischen Staat.